Ja, auf zum nächsten Projekt und zu einer neuen Playlist. Diesmal geht es um den Raspberry Pi. Ich habe mir die Version 2 gekauft, die kam dieses Jahr im Februar heraus. Ich werde das ganze Ding so konfigurieren, dass es am Router hängt. Das heißt, hier spare ich mir praktisch die Maus und die Tastatur und vielleicht nochmal zusätzlichen Bildschirm. Und über die Remote Desktop Verbindung schalte ich mich praktisch dann auf diesen Computer auf und kann dann da entsprechend damit arbeiten. Der Raspberry Pi wurde mit einer SD-Karte geliefert, wo schon Noobs drauf installiert wurde. Noobs heißt New Out of the Box. Hier sind praktisch drei Betriebssysteme schon vorinstalliert. Das heißt, man kann auswählen, welches von diesen drei Betriebssystemen man haben möchte. Man wählt dann eines aus und das wird dann entsprechend auf dieser SD-Karte entpackt und installiert. Und dann kann man eigentlich sofort mit diesem Gerät arbeiten. Ja, das ist die Schachtel vom Raspberry Pi 2. Schauen wir doch mal rein. Also da haben wir dann schon mal ein kleines Anleitungsbüchlein und die eigentliche Platine. Ja, was ist da drauf zu sehen? Wir haben hier einmal den Ethernet-Anschluss. Wir haben hier vier USB-Schnittstellen, allerdings USB 2. Dann haben wir hier diese GPIO-Schnittstelle. Das sind diese Pins, wo man hier noch entsprechende Stecker drauf stecken kann. Wir haben hier einmal einen Display-Anschluss. Wir haben auf dieser Seite eine HDMI-Schnittstelle. Dann haben wir einen Audioausgang. Hier haben wir einen Kamera-Connector. Hier kann man also eine Kamera entsprechend anschließen. Und hier sehen wir noch eine Mini-USB oder Micro-USB-Schnittstelle. Die ist allerdings nur für den Stromanschluss da. Ja, ich habe mir nur ein Netzwerkkabel gekauft. Das heißt, ich werde mich auf dem Raspberry Pi aufschalten und brauche dann eigentlich nur noch eine Stromschnittstelle, also hier diese Micro-USB-Anschluss. Der kommt dann hier entsprechend rein. So, und auf der anderen Seite sehen wir an der Stelle noch einen Anschluss für eine Micro-SD-Karte. Hier kommt dann das Betriebssystem drauf und hier wird dann entsprechend die Karte eingesteckt. Ja, so sieht das ganze Ding jetzt fertig aus. Also oben das gelbe Kabel, das hängt am Router. Rechts, das ist die Micro-USB-Schnittstelle, die hängt jetzt an der Steckdose. Und wenn man die Steckdose dann entsprechend einschaltet, dann fährt dieses Gerät hoch. Und wie es jetzt weitergeht, wie man sich jetzt auf dieses Gerät aufschalten kann, das sehen wir dann im nächsten Clip.